Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tourverse Map zusammen mit Markus, Dennis und Arctic. Hallo. Mir fällt gerade was ein. Hm? Ich habe doch hier dir damals erzählt, vor 2 Wochen oder so, dass ich mir den Stuhl bestellt habe. Mhm. Und das ist die erste Aufnahme mit dem Stuhl und ich kann euch sagen, für alle, die gefragt haben, es ist sehr bequem. Auf welchem Winkel steht denn gerade deine Rückenlehne? Ich schätze etwa, also es ist relativ flach, weil ich bin gerade sehr entspannt. Ich habe aber, warte mal, ich muss mal hier eben die Lordosen, diesmal so ein bisschen mehr Unterstützung reinschrauben. Das ist besser. Besser, okay. Ja. Ja, das ist wirklich gut. Wenn du so wenig hast, das mache ich irgendwie meistens automatisch, wenn ich Rennspiele spiele, dann fahre ich immer mit sehr wenig Lordosen-Unterstützung. Was für eine Unterstützung? Die Lordosen-Vorstellung. Ja, das ist von der Wirbelsäule das untere Loch. Wenn du dir das erst vorstellst. Achso, okay. Gut. Da kannst du dann quasi dein Kissen reindrehen mit so einer ausgeklügelten Mechanik. Na, bei dem Stuhl ist ja kein Kissen mehr dabei, oder? Nee. Hier unten. Da ja, ist ja an der Seite eine Schraube und dann ja. Drehst du da halt so lange, bis dir die Position ja des Kissens passt. Den kleineren noch ein Kissen dabei. Ja. Das ist auch eigentlich der einzige Vorteil von Maxnomic gegenüber, wie heißen sie? DX Racer, genau. Weil DX Racer hat immer ein Kissen. Na ja, okay, auch bei den Lendenunterstützungs-Dingsbums. Auch die ganz teuren haben dann okay. Immer ein Kissen. Ja, es ist eh wurscht, im Endeffekt brauchst du den nicht. Ja, aber das, das ist eigentlich mega bequem. Also, genauso wie ich eigentlich dachte, Nackenkissen ist das erste, was ich wegschmeiß, habe ich es sehr lieb gewonnen. Okay, zum Schlafen. Das ist einfach nur saubequem. Hast du dir den Stuhl mit der orangenen Aufschrift gekauft, wo du oben Maxnomic stehen hast, in so einer Orange? Nee, oben warte mal. Kopfteil. Jetzt bräuchte ich mal hier so ein Eulenhals. Damit ja, ich gucke, wo ich mich gerade anlehne, ja. Aber da lehne ich mich ja gerade an. Nee, die Schrift ist silber. Ich habe ja den komplett schwarzen. Okay. Naja, weil eigentlich den schwarzen, was sie jetzt haben, den gibt es nur mit der silber-orangenen Schrift. Also quasi die KTM Edition. Warte mal, ich mache mal nicht. KTM, ja. Ja doch, Max ist orange und orange, das Wort danach ist silber. Ja, okay, dann hast du das. Wenn ich das Licht anmache, dann ist das richtig. Mattinghofen, ist das weit von Wien weg? Wo? Mattinghofen. Das kenne ich nicht. Wie groß ist das Kaff? Keine Ahnung, die haben ein relativ großes Werk. Was für ein Werk? KTM und Husqvarna. Ach so, das ist in Oberösterreich. Ach so. Bin ich nicht täusch. Also quasi da, wo du sonst immer bist, wenn du nicht gerade in Wien nein, bist. Nein, ich bin in Niederösterreich. Okay. Ist auch fast dasselbe. Nein, ist nicht dasselbe. Ich dachte mal, das wäre nördlich doch. Von Wien, wo du hinfährst. Ja, und das ist Niederösterreich. Ah, okay. Für mich ist Nieder immer Richtung weg, ne? Richtung weg, okay. Richtung weg. Ich fahr auch rauf ins Niederösterreich. Nicht runter. Nicht Richtung weg? Richtung weg. Ja, aber musst du dann runterfahren ins... Wie ist das andere hier? Wo ist nach das Werk? Ja. Also das. Na, da fahr ich auch rauf. Ja, siehst du? Die Richtung passt. Runter werde ich fahren, wenn ich in Richtung Steiermark oder Kärnten fahre. Weil nach Burgenland fahrt man nicht. Warum? Ja, was für ein Bundesland will Deutschland abstoßen? Bayern. Ja, für euch Bayern jetzt oder irgendein anderes halt noch. Sehr wurscht. Und so ist das für uns Bayern ist Burgenland. Ja eh Ausland. Oh. Blödsinn. Bayern ist ja, das beste klar. Bundesland. Bayern ist das, was alle loswerden möchten. Nein. Bayern möchte sich ja selbst separieren, also... Besser gibt wär's, ne? Naja, ihr profitiert's nur davon. Alle anderen Bundesländer. Eigentlich nur Bayern die Ost-Bundesländer, weil die kriegen halt dadurch mehr Ausgleich. Ja. Und Bayern zahlt nur. Das ewig viel. Ja, aber die sprechen kein Deutsch. Deswegen wollen sie sich ja separieren. Ich meine, dafür bezahlt man ja auch immer noch Steuer für diesen Ausgleich.
weiß. Nach über 20 Jahren, nach 25 Jahren. Boah, ich habe mich so lange darauf gefreut, auf dem Feld hier zu ernten, weil sie hier direkt am Wasser. Ja, ja. Schon ganz geil. Kann man schon lassen. Ach fuck, ich merke gerade, ach egal. Was? Ich dachte, ich kann den halbvollen Anhänger mitnehmen, aber da ist ja was anderes drin. Bababa. Oh. Ja, schon traurig. Was keinen Abfahrer? Nö, aber ich brauche auch eigentlich keinen. Ich bin ja gerade, also ist ja logisch, ich sitze ja nur in einem Drescher und dadurch haben wir jetzt auch nicht die Riesenmengen. Ja? Ja, dieses mit Tempomat 3 ist immer so eine ganz kleine Eingewöhnung. Ich finde, das geht eigentlich jetzt schon langsam. Ja, zu 99% mache ich es richtig, aber am Anfang manchmal verklickt man sich dann doch. Aber jetzt geht es eigentlich schon wieder. Wenn man weiß dann doch, ja, andere Steuerung passt, ja, oh. Fertig. Ich finde, ich komme auch momentan erstaunlich gut mit der Ballenphysik klar. Ja, ich dachte mal, man hat ja auch eigentlich Erfahrung mit in den 2 Jahren gesammelt und sobald man sich kurz dran gewöhnt hat, ist man halt wieder voll drin. Wobei ich mich jetzt so ein bisschen am Ende, also an der, ist ja quasi von der Maussteuerung vom Frontlader her, so mich so ein bisschen daran gewöhnt habe, dass jetzt das vertauscht ist, also da ihr Schaufel da bin ich schon auf und zu praktisch. Hab ich ja, mir schon Mods reingeladen, weil das kannst du vergessen. Genau verkehrt, ja. Als wie es in echt ist. Ja, werde ich mir nie angewöhnen, so. Weil irgendwann gewöhnst also du es an und dann kommst du in echt auch nicht mehr damit klar. Doch, also da komme ich mir noch mit klar. Ist kein Problem, ich komme auch jetzt noch mit dem Gabelstapler klar, den ich vor letztes Mal vor 2 Jahren gefahren bin. Ja, weil bei einem Gabelstapler ja auch so viel zu tun ist. Hoch, runter. Nein, aber der, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Radlader, den ich sonst normalerweise fahre, da ist das aber ein ganz großer Unterschied. Aha. Weil die, wobei ab und zu greife ich trotzdem immer direkt neben den Sitz, weil das ist so ein alter Gabelstapler, weißt du, und da hast du dann noch, praktisch hast du den Hebel rechts neben dem Lenker. Also rechts neben dem Lenkrad und dann, ja. Das war auch letztens im TS so lustig, als Manni dabei war und Topper, der ja selber ein bisschen was mit Maschinen beruflich macht und so weiter. Und ich war eigentlich ganz zufrieden. Ich fand das nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig beim Bausimulator, aber mich hat es jetzt nicht so groß gestört. Und du hast ja ziemlich drauf geschifft. Man kann es ja eh umstellen in Einstellungen auf Euro. Ja. Aber auf jeden Fall war es ja ganz lustig. Als Manni hat das ja ziemlich gefeiert, irgendwie, boah, da bin ich in echt dann mal und dann ist das voll blöd. Und ich so, naja, ich fahr selten Bagger. Das war lustig. Ja, das ist nun mal so, ne? Ja. It is, wie es ist. Nee, aber ich sag mal, das ist halt so ein bisschen, auch jetzt bei dem Gabelstapler, ist wirklich was ganz anderes, weil du hast den, normalerweise hast du ja praktisch die Anordnung, die Bewegung von den Hebel hast du ja praktisch wie ein Plus, ne? Ja. Und in dem Fall hast du es über Kreuz, also wie ein X. Das ist dann, weißt du, schon mal wieder eine große Umstellung, also eine relativ große Umstellung, finde ich jetzt zumindest. Stunden hat er? Was? Wie viele Stunden der hat? Der Gabelstapler? Ja. Keine Ahnung. Achte ich nicht drauf. Jetzt vielleicht nicht ohne einen Zähler. Der hat, glaube ich, wohl einen Zähler, so ist das nicht, aber das Ding ist halt schon ein ziemlich altes Teil. Ein und alter, vielleicht ist der Zähler schon einmal drüber gelaufen. Schon einmal durch, hat schon wieder von vorne angefangen. So ein alter Datsun ist halt, glaube ich, oder so. Also Nissan. Ein Zähler für 9.999. Ja, aber die muss er auch erstmal zusammenkriegen. Das ist auch schon einiges. Ein Gabelstapler. Geht das schnell. Ja, okay. Schnell 9.999 Stunden. Das geht immer gleich schnell. Ja, aber vom Betrieb her, den Gabelstapler hast du relativ oft im Gebrauch. Normalerweise. Ja gut, normalerweise in dem Fall. Ja, aber Fall auf dem Hof, von, wo ist ich es wieder, nicht. Dann hast du ihn vielleicht nur kurz an, schleppst 2 Paletten in dem Fall, oder in so. Dem Fall ist es ja noch nicht mal ein Hof. In dem Fall ist es ja einer bei mir aus der Nachbarschaft. Ach so, ja, dann wird er wahrscheinlich noch weniger Stunden bei dem laufen. Der wird ja wahrscheinlich auch nur Gebrauch gekauft haben, schon. Ja klar, den hat er gebraucht. Wahrscheinlich einmal über 20 Jahre alt.
Und irgendein Baumarkt, wo er 24 Stunden rennt fast. Aber im Baumarkt, die haben ja auch wieder nur 8-9 Stunden offen oder so. Ja, aber sagen wir so ein Stapler in einem Baumarkt, in den, wenn so hinten am Baustoffhof, keine Ahnung, was der wusste. Ja, aber die arbeiten ja auch nicht die Nacht durch. Dann kannst du dir mal überlegen, wenn der 10 Stunden am Tag läuft, was eigentlich extrem viel wäre, weil du auch Wochenende hast. Wenn der 5 läuft, ja. Also gut, und wenn du nochmal die Mannerschnittenverpackung sehen möchtest, hier ist sogar ein Werbeschild davon. Ja, aber ich fahre da immer so schnell dran vorbei, ich guck's mir gleich mal vernünftig im Internet an. Interwebs. 5 Stunden am Tag rechnest, mal 365, halt mal 400, 5 mal 4 sind, das sind 2000 im Jahr. Ja, nach 5 Jahren. Und das ist eigentlich schon eine sehr intensive Nutzung. Ja, nach 5 Jahren hast du praktisch wieder einen neuen Gabelstapler, weil er wieder bei 0 ist. Genau, das ist quasi wie bei mir mit dem Tacho. Ich habe ja jetzt quasi auch ein gerade frisch eingefahrenes Motorrad. Arctic Sorbet. Mir ist es echt erst jetzt aufgefallen. Arctic, ich glaube, das hat hier noch keinen Sinn mit Grubbern, da ist nur die eine Doppelbahn. Am besten du selbst zwischendurch mal oder so. Ja, ich klappe eben auf und Und dass ihr mir ja nicht nachher in meine Ballen reinfahrt. Ja, das war eh das Ziel. Also das ist eh eine Wiese, ne? Also da wird eh nicht von uns rumgefahren. Ja, ne, ich meine, ich bin jetzt gerade hier. Außer an, wir fahren mal Kalk und hauen das mit einem Wieselstriegel rein. Nein, ich bin jetzt nur gerade hier an dem, an der Kuhwiese. Da am Stapeln. Ah, ein wenig Mais. Nachher können wir noch ein bisschen Körnermais machen. Weil ich meine, ich kann ja noch keine neuen Ballen holen. Ich meine, so wie die Ballenwagen da gerade eingeparkt sind, neben den 20 Ballen. Ankuppeln, rausziehen, fertig. Ja, aber das wäre einfach. Die ganzen Ballen kannst du sowieso zum Einstellen benutzen schon und so gut und so viel Tiere. Er macht ja gerade Heuballen. Ja, aber und einstreuen das voll. Nein, er macht keine Heuballen, er tut die Strohballen dort oben herum sortieren. Ach so. Ich mache sowieso beim nächsten Mal laden wieder Puff. Aber das muss doch schön aussehen. Mhm. Nein, da dürfen halt keine Geräte nah daneben stehen, dann geht das normalerweise eigentlich immer. Boah, die 13,7 Meter sind schon krass. Bin ja jetzt aus den letzten Folgen eigentlich immer die 12 Meter gewöhnt, die ich ja echt lange gefahren bin. Aber die 1,7 Meter merkt man doch echt. Glaubst du, wie man die 13,7 Meter merkt, wenn man von einem 5,50 Meter umändert? Gestern gemacht habe im Stream. Habt ihr den 1090 genommen oder einen Case? Den 1090. Würde ich auch machen. Der andere ist halt quasi. Ja. Können wir auch hier fahren? Mhm. Hat sich ja nichts geändert, nicht einmal irgendwas. Ja, okay, der Grafikeffekt. Obwohl der ist ja allgemein. Ja, okay. Den kann ich ausschalten auch. Ja. Und dann hat man im Endeffekt NS13 mit besserer Physik. Genau. Und natürlich verbackenen Bäumen. Jo. Das ist ja ein Feature. Ja, wobei der, so oft wie ihr den Dings neu aufgesetzt habt, den Spielstand bei eurem Force Mod Let's Play, ne? Ja. Ja, aber Force Mod hat zumindest, irgendwann lief es eigentlich problemlos. Es gab immer mal Probleme. Es gab zwar immer wieder Abstürze, aber okay, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, so verbuggt war, wie ihr da im LS15, dass du überhaupt nicht Multiplayer machen kannst, weil das ist eigentlich sinnlos. Ja. War nicht. Und dass du, wenn du 200 Bäume fällst, jeden Rechner oder jeden Server zum Abschmieren bringst, finde ich auch lustig. Ja. Obwohl, einige Sachen, die haben jetzt im Forum schon geschrieben, dass die einen Patch fertig haben und der aktuell in der Testphase ist. So ein Blödsinn. Sie haben angeblich vor Weihnachten steht im Forum, wollen sie noch einen bringen. Der Post kam gestern Abend. Ja, den ich jetzt aber mein. Es war
Die haben gesagt, die planen ein bis zwei Wochen zum Testen ein. Ja, das haben sie letztes Jahr beim LS13 auch schon gehabt und dann ist er im Februar rausgekommen, der fertige. Ja, aber trotzdem kann man dabei ja mal gespannt sein, wenn sie schon mal schreiben. Vielleicht halten sie sich ja dieses Mal dran. Das Problem, was einfach Giants immer macht, sie wollen immer dann alles auf einmal patchen, nicht, sie hauen nicht so wie ein anderer Entwickler, haut einfach jeden Tag nach einem Patch raus mit 20 MB oder sowas. Ja, aber das ist auch mega nervig. Ja, aber ich finde das besser, als wenn du ewig lang wegen dummen kleinen Fehler... Weil ich meine, wenn du es beispielsweise über Steam hast, merkst du es eh nicht. Ja, aber dann hast du wieder Leute, wo sich das, wenn du das nicht über Steam hast, hast du dann halt, weiß ich nicht, teilweise vielleicht zweimal am Tag einen neuen Patch, kommst nicht auf den Multiplayer-Server drauf, weil du immer wieder updaten musst. Dann müssen die auch immer noch die ganzen Dedicated-Server mit updaten bei den ganzen Anbietern. Ja, und? Hast du einen eigenen Dedicated-Server? Ja, ist jede Menge Aufwand, da können sie besser ein oder zwei raushauen. Aber man kann ja auch einfach einmal die Woche einen raushauen. Ja, und eigentlich hauen wir auch einmal am Tag nur 15 Minuten raus, ne? Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.